Letztes Mal haben wir uns ja mit Comics beschäftigt. Mit Comics kann man noch ganz viel machen. Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr, wenn ihr nicht so gerne zeichnet oder gerade keine Lust auf Zeichnen habt, auch aus anderen Dingen einen Comic herstellen könnt. Dafür braucht ihr einfach ganz viele Zeitungen, die ihr zerschnibbeln könnt. Außerdem braucht ihr, ganz wichtig für Collagen, Kleber. Dann Scheren. Ohne Kleber und Scheren geht gar nichts. Wenn ihr noch was dazu malen möchtet, natürlich Stifte, ein Bleistift, ein Radiergummi und das Wichtigste, ganz viele ausgeschnittene Bilder. Am besten schaut ihr euch einfach die Zeitungen, die alten Zeitungen, die ihr habt, oder auch alte Bücher, das geht natürlich auch, oder alte Fotos. Alles, was ihr so zerschneiden könnt und zerschneiden dürft. Das guckt ihr euch durch und vielleicht findet ihr da ja eine Idee für eine Geschichte, die ihr gerne aufkleben möchtet. Ich zeige euch hier einmal den Comic, den ich gemacht habe. Ihr könnt natürlich auch eure Überschrift, wie euer Comic heißt, dann aus, Schrift ausschneiden und dazu kleben. Ich habe jetzt hier meine Sprechblase mit der Hand geschrieben, aber das könnt ihr natürlich auch alles aus Zeitungen und Zeitschriften und Büchern ausschneiden. Da seid ihr ganz frei. So, jetzt zeige ich euch, wie dieser Comic entstanden ist. Viel Spaß dabei! So, jetzt habt ihr gesehen, wie der Comic entstanden ist. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Tipps. Wichtig ist, dass ihr eure Bilder in Panels aufteilt. Das heißt, diese typischen Einzelbilder bei den Comics. Dann die Sprechblasen sind ganz wichtig für einen Comic. Und ihr könnt auch immer noch mehr dazu malen und dazu kleben, wie diese kleinen Augen hier. Ihr seid da ganz frei. Da könnte man jetzt auch noch viel, viel mehr zu machen, aber es soll ja nur eine Inspiration sein. Und jetzt seid ihr, habt ihr alles Wichtige gelernt und könnt selber losstarten.